Moin! Heute 8.11. Die ersten 5 Hektar Weizen sind drin. Ich habe gestern schon angefangen. Ja, gestern klassischer Montag gewesen. Viel gemacht, wenig geschafft, viel schief gegangen. Aber nichts Schlimmes soweit. Nur deswegen habe ich gestern die Kamera nicht angeschmissen. Wie gesagt, die ersten 5 Hektar sind drin. Sorte Campesino, Vorfrucht Raps. Ich wollte euch jetzt mal so einen wöchentlichen Stand der Dinge geben. Euch so ein bisschen mal einen Hofalltag von mir mitnehmen, wie das so bei uns abläuft. Wir machen das immer so, oder ich mache das jetzt immer so, dass ich dadurch, dass ich GPS auf dem Trecker habe, das Vorgewende zum Schluss drille, dass man quasi keinerlei Fahrspuren am Ende des Tages auf dem Acker hat. Das ist mir hier ganz gut gelungen. Gibt natürlich ein sehr schönes Saatbild. Früher habe ich es anders gemacht, da habe ich das Vorgewende am Anfang gedreht. Hat auch keinen großen Unterschied gemacht, aber es ist so allein fürs Auge und du hast keine Rückverfestigung, vor allem wenn der Boden mal ein bisschen nasser ist, hast du wenigstens einen schönen gleichmäßigen Auflauf. So, man sieht es hier jetzt relativ gut. Ablagetiefe sind wir so ungefähr daumenbreit, 2 bis 3 cm. Genau so soll es sein. So, ich dachte, jetzt wenn ich ein neues Feld anfange, nehme ich euch mal mit und zeige euch das mal, wie ich das mache. Felder habe ich grundsätzlich fast alle voreingespeichert in meinem Programm hier. Muss ich dann nur aussuchen. Vieles habe ich auch mit der Scheimegge eingespeichert. Dadurch, dass ich jetzt mit der Scheimegge oder allgemein mit Bodenbearbeitungsgeräten eine Überlappung eingeschaltet habe, habe ich nicht ganz genau die Feldkante, weswegen ich die Felder meist nochmal neu einspeichere. Ich kann hier aber nochmal gucken im Verzeichnis. Ja, male ich nochmal neu ein. Das mache ich wie folgt. Ich ziehe jetzt quasi 4 AB-Linien, jedes Mal, also bei jeder Feldkante eine AB-Linie, pausiere immer, wenn ich gerade fahre oder drehe, dass ich wirklich die gerade Luftlinie habe. Das mache ich immer, außer bei runden Vorgewinden. Da versuche ich mich zu konzentrieren und dann relativ eine gerade Linie selber einzeichnen zu lassen. Ja, machen wir mal. Wir bilden das nicht von Grenzen, wir machen das so genau. Zapfwelle an, Automatik an, Allrad an. Hier auf dem Feld sind wir jetzt bei unserem schwereren Boden. Das ist ein sehr toniges Feld, beziehungsweise lehmiges Feld. Wir sind ja auch genau an der Aue. Muss man immer einen optimalen Saatzeitpunkt erwischen. Mein Vater nennt es schon Minutenboden. Gerade im Frühjahr relativ schwierig mit den ganzen Kluten, aber aktuell haben wir sehr schöne Saatbedingungen, ein wirklich feinkrümeliges Saatbett. Pause rausgenommen, wieder reingesetzt, damit er die Linie zieht. So, Feld ist vollständig. Ja, wir wechseln zu dieser Spur. Okay, die AB-Linie, da peilen wir, erstmal machen wir 6-mal außenrum. Wir peilen diese gerade hier an als erste AB-Linie, alles klar. Die Spur nennen wir Löschen, Drillen, alles klar. So. Viele haben mich schon im Livestream mal gefragt, wie das hier geht. Erstmal stellen wir eine neue Feldgrenze, alles klar. Nee, gar nicht. Wir gehen jetzt auf quadratisches Vorgewende. Wir bearbeiten dies und ziehen jetzt. Wir haben diese 4 Linien. Hier hat er sogar eine von gemacht. Das macht er manchmal automatisch. Ziehen die auf jeden Fall aus den Kanten raus, aus den Ecken, um einen sauberen Anfang zu kriegen. So, hier müssen wir jetzt noch eine zusätzliche hinzufügen. Und zwar hier. Die bearbeiten wir natürlich auch noch. Ziehen hier auch Punkt B raus. Hier sieht man das ganz gut. So. Punkt A jetzt auch nochmal überall.
Jetzt haben wir 6 Mal außenrum eingespeichert. Wir haben unsere 4 AB-Linien akzeptieren. Jetzt können wir uns noch ein Vorgewinde einstellen, bearbeiten. Wir brauchen ein 16,5 großes Vorgewinde. So, dann haben wir das. Vorgewinde machen wir auf Automatik. Und wir beginnen aber, genau, nee, jetzt machen wir das wie folgt. Wir fahren jetzt, um zu wissen, wie weit wir fahren müssen, fahren wir einmal, ohne die Maschine reinzusetzen, die letzte Vorgewendebreite quasi einmal ab, um uns mit den Reifen eine Spur zu ziehen. GPS ein. Und jetzt fahren wir einfach nur trocken drauf runter. Nochmal, das hatte ich vorhin nicht gesagt, Aussaatmenge liegen wir hier bei knapp 190 Kilo. Ich habe erst mit 350 Körnern auf Quadratmeter gerechnet. Da sind wir dann beim 1000 Korngewicht von 47 Gramm bei 174 Kilo rausgekommen. So 10% möchte ich mehr drehen. Wir sind relativ spät, 8. November hatte ich vorhin ja schon gesagt. Dann peile ich das halt ganz gerne mal an. So ein bisschen dichter drehen. So wie man das hier durch die dreckige Scheibe ein bisschen erkennen kann. Wir haben jetzt unsere Fahrspur oder unsere Aussetzspur markiert. Jetzt gehen wir ins Interne, quadratisch raus. Wir gehen ins Interne, sprich wir machen erstmal den Kern, bevor wir ans Außere gehen. Setzen hier jetzt, weil wir eine Spur überlappen müssen, um auf 24 Meter Arbeitsbreite am Rand zu kommen. Hatte ich eben vergessen zu erzählen. Das müssen wir beim Vorgewende genauso machen. Auf 1,5 Meter Versatz. Gucken, wie die Spur ist. Die haben wir uns schon zurechtgezogen. 6 Meter Vorgewende, alles klar. Zack. Jetzt müssen wir genau in diese Spur. Ich bin hier schon hingefahren. Hier haben wir uns, als wir vorhin das Vorgewende eingestellt haben, diese kleine Markierung gesetzt. Jetzt können wir Automatik reinmachen. Sagen der Drehmaschine, das ist jetzt die dritte Spur. Beim Vorgewende, die 16,5 Meter, um die kurz zu erklären, wir drehen 6 Mal im Kreis, wovon eine Spur überlappt ist. Beim 5. Mal setzen wir die Fahrgasse und beim 6. Mal ist es quasi nur so eine Toleranzlinie, um die Anschlüsse und so erstmal gerade zu ziehen, um nicht die Überlappung im Vorgewende zu haben, in der Fahrspur. Ich hoffe, man kann das jetzt nachvollziehen. So, deswegen fangen wir jetzt in der dritten Spur an und nicht in der zweiten. Die erste Spur ist die Vorgewendespur. So, die Fahrgasse. Zack, GPS rein. Wir fahren los, setzen jetzt runter, müssen noch Gelenkwelle anmachen, zack. Wir fahren so ungefähr auf 750 Touren, können ruhig in den zweiten Gang schalten, 10-11 km/h, schönes ebenes Saatbett, das passt. Und jetzt machen wir noch Meter, wir müssen noch einiges drehen, knapp über 30 Hektar plus 9,5 Hektar Winkel. Das werden wir diese Woche aber schaffen. Muss ich mal sehen, ob ich dann die Kamera nochmal anschmeiße, weil im Endeffekt ist es jetzt jedes Mal dasselbe. Ich möchte euch ja nicht langweilen. Fahren tue ich mit dem 150er Maxum. Das ist ein Sechszylinder. Und drehen tue ich mit einer 3 Meter Gaspardo Maschine. Die nennt sich Dama 300. Ist eine mechanische Drehmaschine. Ist einfaches Prinzip. Gerade mit der mechanischen Drehmaschine habe ich nicht so eine Verstopfung im Dinkel wie mit einer pneumatischen. Moin Leute. Heute ist der 12. November, Samstag. Wir sind jetzt fleißig am Dinkel drehen. Das wollte ich euch mal zeigen. Beim Dinkel drehen, wir drehen in einer Fäse bzw. Spelz. Das ist das Problem. Zum einen kann die Maschine verstopfen, weil das halt nicht so schön abfließt, wie jetzt das blanke Korn. Und zum anderen fährt man sehr viel Volumen durch die Gegend. Und da haben wir das so gemacht, ich kriege hier nicht viel mit, ich kriege hier vielleicht so 350, 400 Kilo mit. Deswegen haben wir uns hier hinten aufgebaut. Ah, da hinten, man sieht es so ein bisschen hinter mir, kann ich euch gleich vielleicht auch noch besser zeigen. Kurze Zeitblase, ich wollte euch das mal zeigen. Also hier haben wir quasi den Klaas geliehen vom Berufskollegen.
Dann haben wir unseren Trecker, mit dem wir reinschaufeln. Und mit dem Frontlader-Stepper drill ich natürlich. Ne? Viele fragen, warum mit Frontlader? Kann ich euch zeigen, vor allem auf diesem Feld. Sehr extrem. Steinreich, wirklich steinreich. Und was ich noch erzählen wollte ist, das habe ich vorhin gar nicht angeschnitten, wir drehen 260 Kilo auf dem Hektar, den Dinkel. Das ist, ja, das ist schwer zu sagen. Wir drehen in der Fese, deswegen, da sind immer so ein bis zwei Körner drin. Deswegen kann man nach Körnern auf dem Quadratmeter nicht so unbedingt gehen. Wir haben, das ist ein cooler Himmel gerade, wir haben ein TKM, 1000 Korn Masse von 100,6 Gramm. Ja, und Sorte ist Albertino. So viel noch mal dazu. Da haben wir noch vom Nachbarn einen Frontladertrecker geliehen, den Klaas. Und packen quasi mit dem einen Trecker den Big Bag in eine Schaufel vom anderen Trecker. Und die Schaufel füllen wir dann direkt hier rein. Weil ein ganzer Big Bag passt halt nicht rein. Der Big Bag wiegt 500 Kilo. Oder hat ein Volumen von 500 Kilo. Und dementsprechend, ja, waren wir die ganze Zeit überlegen, wie wir es machen. Letztes Jahr, als ich 60 Hektar im Anbau hatte von Dinkel, da habe ich das so gemacht, oder da haben wir das so gemacht, dass wir eine Halle gekippt haben. Und dann habe ich gedreht und mein Vater mal rechtzeitig Bescheid gesagt oder angerufen, wenn ich kurz vorm Leerlaufen war. Dann ist er immer mit dem Trecker hingekommen und hat mir eine Schaufel hinten reingeschmissen. Das ging auch ganz gut. Es war für ihn blöde Fahrerei, aber ich konnte wirklich viel schaffen. Jetzt sind es 9,5 Hektar, auf denen wir gerade stehen. Und deswegen, das ist auch sehr sandiger Boden. Vorhin waren wir ja noch, oder Anfang der Woche waren wir ja noch auf unserem schwersten Boden. Jetzt sind wir hier fast auf dem sandigsten Boden. Das ist auch so ein bisschen uneben. Man sieht da hinten, wo die Kanzel steht, da haben wir wirklich Sandlöcher. Da ist, also, wir hatten hier auch Raps als Vorfrucht. Hier haben wir 2,5 Tonnen geerntet, während wir hinten auf dem anderen Feld, wo wir vorhin Weizen gedreht haben, 4 Tonnen hatten. Und ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Achtet mal ganz genau auf den Trecker. Mein Hund sitzt auf dem Fahrersitz. Naja, so, jetzt wollte ich euch nochmal schnell das Saatgut zeigen, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Das Saatgut, wie gesagt, im Spelz, in der Fese. Guck, ein Maiskorn. Warum haben wir im zertifizierten Saatgut ein Maiskorn? Junge, nee, auf nichts ist mehr Verlass. Das ist ungebeizt, aber es hat in der Fese, das hat auch sehr viele positive Eigenschaften vom Auflaufen, vom Wachstum, von der Gesundheit und so. Diese Fese oder das Saatgut in der Fese, das ist blöd zum Ausdrehen, aber eigentlich sehr dankbar, was alles andere angeht. Deswegen kann man Dinkelsaatgut auch noch tiefer legen. Ich habe die Maschine noch einen tiefer gestellt. Wir können uns das mal eben schnell angucken. Jetzt geht's wieder ans Saatgut suchen. Das ist halt sehr praktisch, wenn man einen sehr sandigen Boden hat und mit Feuchtigkeit ein Problem hat. Dann kann man sich auch mal den Dinkelanbau überlegen. Mit der Vermarktung ist es halt ein bisschen schwierig oder schwieriger. Weil die Mühlen das immer so ein bisschen zaghaft nur nehmen, ist halt ein Modegetreide. Hier sieht man es ganz gut. Wir sind wirklich einiges tiefer. Ich schätze mal so 4 bis 5 Zentimeter. Das ist aber auch voll in Ordnung. Wir sind voll im nassen Boden hier drin. Das heißt, perfekte Wachstumsbedingungen für den Dinkel. Und wie gesagt, relativ spät mittlerweile auf den 12. November. Irgendwie hat sich das alles hingezogen. Wir haben auch nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Diese Woche, 15 Hektar Weizen stehen dann noch an nächste Woche. Das werde ich dann aber auch, denke ich, Anfang der Woche fertig kriegen. Endlich mal. So zum Stand der Dinge. So, da haben wir das eben angesprochene Problem. Und zwar eine Verstopfung. Das ist das Problem an diesem Dinkelzeug. Das setzt sich zwischen Seerad und Fallrohr fest. Dadurch, dass das halt alles so pieksig ist. Und dann ist doch nochmal Strom mit drin und sowas. Muss man immer mal ein bisschen prokeln. Und dann läuft es nach. Das Schöne ist, bei einer 3 Meter Drehmaschine, also letztes Jahr ist mir das nicht unbedingt passiert. Ist halt dieses Jahr ein bisschen blöd, jetzt schon das zweite Mal. Was ich sagen wollte, das Gute ist, dass bei einer 3 Meter Drehmaschine
mechanisch, ich sehe das. Ich sehe das ganz genau, wenn es hierhin tropft, sage ich mal, dass das Ding zu ist und kann direkt agieren, ne? Und habe jetzt nicht diese mechanische Streifenkrankheit im Acker beim Auflaufen und wundere mich, woher es kommt, ne? Dann werde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, Kommentar da. Auch gerne abonnieren. Und schreibt es mal wirklich rein, ob euch das so gefallen hat. Ob irgendwas zu kurz gekommen ist oder ja, was ich das nächste Mal zeigen soll. Ich würde das jetzt gerne wöchentlich machen oder auch gerne im kleineren Abstand, je nachdem, was anfällt. Jetzt in der Winterzeit natürlich ein bisschen weniger als in der Sommerzeit. Aber lasst es mich wissen, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Dann schönen Dank und macht's gut. Ciao.